wird denn hier gekämpft? Kann doch nicht sein, dass hier mittendrin gekämpft wird, oder? Ja, wir nehmen gerade den nächsten Tempel hier. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr erbeutet einen Tempel. Essen ist bald zu sehen, damit er findet, es ist genug zu essen da. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Naja, wir haben schon sehr, sehr viele Kreaturen und da wird es mit dem Essen knapp. So, wir haben jetzt hier auch diesen Tempel eingenommen, wobei da war nichts drin. Eine Bogenschützin wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Die legen sich immer schlafen, dann erholen sie sich. Schöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ja, das wollen wir nicht. So, wo ist mein Skelett? Mein Kerker. Hier war einer und... Da oben, was ist da? Okay, nein, die wollen wir nicht sterben lassen. Die paar werden wir jetzt noch bekehren, weil die sind recht stark, diese Feen. Die blitzen aus der Entfernung, das ist eine ziemlich coole Eigenschaft. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Verhören. In eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Naja, wenn man sie verhört, dann sterben die zumindest. Bringen aber dann einem nicht mehr wirklich was. So, was haben wir noch hier? Schauen wir mal, ob es nicht irgendwie neue Sachen gibt hier. Noch mehr, ja. Okay, jetzt gehen wir den Grünen besiegen, weil sonst haben wir Platzprobleme hier mit den Kreaturen. Spiel gespeichert. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. So. Schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Und sagen Hallo, oder? Der hat ganz schwache Minions hier. Minions, Kreaturen. Hearthstone-Sprache hier, ich bin zu viel Hearthstone. So, ich bin gleich drin bei dem. Und dann gibt's hier eins auf der Mitte. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Hallo Vampir. Ich hol mir schon mal die Kreaturen alle auf die Hand. Ja, die sollen auch kämpfen, die Vampire. Obwohl die nicht so stark sind, aber bitte. Alle bis auf die, die können ruhig weiter Fallen bauen. Meine Imps bauen von hinten und die reparieren von der Gegenseite. Ja, machen wir es weg mit der Mauer, oder? So, jetzt ist die Mauer kaputt. Die kann man nämlich kaputt schlagen mit dem Erdbeben. Entfernung wurde verbessert. So. Nichts mehr zu erforschen. Wir sind übermächtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das jetzt hier überlebt. Und wir gehen direkt gleich zu seinem Dungeon. Herz. Und besiegen den. Und Ende. Weil dann gehören mir alle seine Kreaturen. Beziehungsweise sie sind alle tot, glaube ich. Oder führerlos. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich wüsste auch gar nicht, was mir der jetzt entgegensetzen kann. Sein Dungeon-Herz ist schon kleiner und kleiner und kleiner. Sobald ich das hier besiegt habe, das Dungeon-Herz, ich habe auch einen Vampir der Stufe 4, der hat überhaupt keine Chance mehr. Einen der Stufe 3 hier. Ihr habt einen gegnerischen Schlafsaal erobert.
Hier ist eine tote Kreatur, warum holt die keiner ab? Ich hätte jetzt natürlich mehr Kreaturen töten können. Mein Sohn, dein Bruder, tot? Ich schwöre, sein Mörder wird dafür büßen und unser Verlust wird mit seinem Blut gerecht werden. Es ist Zahltag. Macht er mir irgendwas? Eh nicht, oder? Er arbeitet ein Portal. Seine Kreaturen sind direkt alle tot umgefallen. Gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Eure Schatzkammer ist zu klein. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Was für eine? Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Ihr erbeutet einen Kerker. Ach, die sind da, aber warum sind die jetzt plötzlich? Warum die jetzt gekommen sind, zum Beispiel der Teufler, weiß ich gar nicht. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ich werde jetzt mal alles einnehmen, was. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Auch der hier hatte eine unendliche Goldquelle, also. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. So, wartet mal, ich muss das Ding hier wegmachen. So, geht mal alle dahin, wo ihr vorher wart. Wenn möglich nicht übers Wasser, sondern. Wir würden jetzt alle übers Wasser echt dahin zurückgehen. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr gut. Wo ist denn das Essen? Hier bei uns? Links unten? Ja, hier. So, geht mal alle essen. Gibt's so viel zu essen? Ich hoffe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel zu essen habe. Ist jemand unglücklich? Der schwarze Ritter vielleicht? Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Ja, hab schon voll die Vampire. 5 Vampire? Geht mal alle trainieren, die Vampire. Ich glaube, die müssen sich nicht erholen, oder? Hohohoho! Trainiert mal alle brav. Okay, läuft ja. Habe ich noch jemanden gefangen genommen? Nein, den nicht. Und hier oben war noch ein. Nein, sehr gut. Okay, jetzt gehen wir noch den gelben zerstören. Das war ja irgendwie auch Aufgabe hier. Es hieß ja, man soll beide zerstören. Man hat hier so viel Gold. Und es gäbe noch mehr da unten. Ach, da ist nichts. Da kann man nicht durch? Nein. Okay, das ist lächerlich. Sich da weiter zu auszubreiten, da gibt es nämlich nichts. Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Man kann da gar nicht weiter. Na gut, da im Norden ist nichts mehr. Hier wäre ein Portal. Holen wir uns das. Eine Fee wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Fee? Es gibt hier eine Hühnerfarm bei uns. Und die ist leer. Geheimtür wurde in eurer Werkstatt. Naja, was mache ich jetzt eigentlich? Gibt es noch mehr Dinge hier? Mal gucken, was es noch gibt. Es gibt wahrscheinlich noch mehr so geheime Objekte. Die holen wir uns mal. Da ist sicher noch eins. Da hinten auch noch. Was brauchen wir noch? Wir holen uns auch das dann noch. Von hier. Deswegen habe ich da jetzt ein Loch reingemacht. Ich glaube, es würde theoretisch auch ausreichen, dass ich jetzt den blauen direkt angreife. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen mache ich es noch nicht. Was habe ich alles für Zauber? Weil er nichts zu essen hat. Wer sind die Unglücklichen hier unter uns? Der, sie und die Salamander. Meine Söhne, ich spüre, dass eine Invasion bevorsteht. Wenn ich recht habe, dürfen die Angreifer nicht mit dem Leben davonkommen. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Es gibt zu wenig zu essen hier. Wir kommen nicht zum Schlafsaal. Ich muss noch einen größeren. Der Casino ist zu klein. Noch mehr Hühnerfarmen. Wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ich brauche hier noch eine Hühnerfarm. Eine größere. Eine Freilufthühnerfarm hier. Hier hinten gibt es auch Hühnerfarmen.
Ja, aber ich greife jetzt nicht an. Ach, der rennt schon rum jetzt mit seinen Imps. Nein, oder? Nein. Ich finde es ja witzig, dass ich theoretisch da einfach rein könnte in dem Sinn Dungeon. Aber okay, wir machen das wie es Mission Auftrags. Wie die Mission vorgesehen ist. Ich spiele sie einfach normal quasi. So. Wo haben wir gesagt, bauen wir noch eine Hühnerfarm auf? Da. Es ist ein bisschen weit weg, aber ich habe hier hinten keinen Platz mehr. Ich habe alles vollgebaut. Ich kann keine weitere Hühnerfarm mehr bauen. Eine Bogenschützin wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Ja, das Geld muss ich aber noch holen, bitte. Okay, das war jetzt nicht der Weg, den ich wollte, dahin. Wir bauen jetzt einfach weiter, bis ich dahin komme, wo ich hinkommen muss. Mittlerweile sind wir jetzt im dritten Video. Sollte wahrscheinlich auch das finale Video sein. Ich glaube, dass ich jetzt hier nicht mehr lange brauche, aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht ist der Gelbe stark, aber der Gelbe scheint genauso schwach zu sein wie der andere. Okay, mal Eine sehen, was. schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Ja, warum ist der Vampir unglücklich eigentlich? Schlaf mal da. Sehr gut, die trainieren unten, die Vampire. Es gibt quasi jetzt zwei Bereiche, einen links, einen rechts. Was war jetzt da oben? Jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Ich spiele ein bisschen schnell, ich weiß. Ich scroll immer schnell hin und her aktuell, aber ich möchte halt sehen, was es alles Räuchler gibt. wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Muss immer ein bisschen aufpassen. Kreaturen, die unglücklich sind, könnten auch abhauen und nie wieder kommen. Die gehen dann in das Portal rein. Ach, der furzt immer. Der hat übrigens als Spezialfähigkeit, diese Teufler nennt man diese Dicken. Die haben als Spezialfähigkeit. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ich habe zu viele Kreaturen und zu wenig Hühnerfarmen. Ich mache das von der Seite aus, weil ich glaube, von da aus kann ich dann super zu denen rein. Es geht gerade die Party ab. Hier bleiben. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ja, es gibt immer was zu essen. Die müssen es nur finden. Wo? Achso, wenn die wütend werden, verhauen die sich gegenseitig. So, es gibt hier gleich was zu kämpfen. Dann braucht er nichts mehr. So, jetzt speichern wir und dann greifen wir den Gelben an. Spiel gespeichert. Dann machen wir es genau gleich wie beim anderen. Wir greifen einfach an mit allen Kreaturen, die wir haben. Läuft ja eigentlich ganz gut mittlerweile. Euer Casino ist zu klein. So, komm mal mit. Es gibt hier wieder was zu verhauen. So, machen wir noch zuerst einen Zauber. Und zwei Erdbeben. Kommt schon, Imps. Eine
Fee wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ja. Die verhungern. Die Schatzkammer ist zu klein. Könnt ihr eventuell hier... So, und jetzt Angriff. Die sind ja nur Level 4. Ich könnte jetzt natürlich auch den Lordi herbeibeschwören, der könnte auch mitkämpfen, aber ich will, dass meine Kreaturen trainieren. Die Feen sind super. Die greifen aus der Entfernung mit diesen relativ starken Blitzern. Na toll, er hat mir gerade eine schwarze Elfe kaputt gehauen. Könnt ihr bitte hier alles einnehmen, was geht, bitte? Danke. Ja, ich glaube, das werden wir bei dem anderen auch so machen. Wenn wir auch noch Lordi mitnehmen, dann sollte das eigentlich relativ... Ein Geschöpf verhungert in euren Kerker. Soll ich alle heilen? Nein. Okay, haben wir gleich geschafft hier. Der Dungeon hat sich schon so gut wie tot hier. Und... Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Dies ist fürwahr ein Fensterattack. Ihr erntet die Söhne, die der Vater liebte. Nun ist meine Rache das Einzige, was mir noch bleibt im Leben. Also bereitet euch darauf vor, auf schreckliche Weise zu sterben. Ihr erbeutet ein Casino. So. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Ihr erbeutet ein Portal. Okay. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Kommen die sich wirklich rächen? Nein, oder? Eine Bogenschützin wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Wir verteilen jetzt ein bisschen die Leute auf die Hühnerfarmen, damit die alle was haben. Der Rest da oben jetzt. Wo ist meine Hühnerfarm, meine große? Erbeutet einen Schlafsaal. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Warte, haben wir eine Hühnerfarm auch erbeutet? Da oben war noch eine Mana-Gruft irgendwo. Nee, wo sind die Hühnerfarmen? Hier. Kommt schon, nehmt die Hühnerfarmen hier auch noch ein. Ich verstehe nicht, da ist eine sitzen geblieben. Ja, also eine Jungfrau. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Okay, jetzt haben wir noch schnell die Hühnerfarm zum Einnehmen. Eine Fee ärgert sich, weil sie nichts zu essen hat. Ja, ich kann es jetzt nicht. Ein Schöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das wollen wir nicht. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Die Hühnerfarm wollen wir einnehmen, bitte. Eine Hühnerfarm. So, der Rest geht hier, hoppla, der Rest geht hier essen. Okay, wer ist im Kerker? Hier niemand. Er erbeutet eine Werkstatt. Hier niemand. Er erbeutet eine Schatzkammer. Ist da unten noch ein Kerker irgendwo? Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr erbeutet ein Kasten. So, jetzt machen wir mal alle happy. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Jetzt sind die einfach zufrieden. So einfach geht das. Seid mal zufrieden. Spiel gespeichert. Gut, und jetzt greifen wir dann an, den Gegner. Die hat euren Dungeon verlassen. Nein, ich habe die doch alle glücklich gemacht. Bibliothek. Schade, die Feen waren gut. Und dann? Dann kommen wir halt von irgendwo anders her. Kann man von da unten kommen? Ich glaube schon. So kann man nicht. Kann ich irgendwie außen rumgehen? Kann man auch nicht. Doch, kann man.
Ich weiß schon, wie. Ich muss vom Süden auskommen. Ich glaube, das ist der beste Weg. So, glaub dich doch mal durch, bitte. Okay, geht auch nicht. Was ist mit dir? Naja, dann graben wir sie auch da rein und fertig. Ich glaube, das wird klappen jetzt. Eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Talent. Wir greifen das da jetzt mal als erstes an hier. Hoppala. Zuhören wollte ich jetzt nicht mit der Hand. Okay. Jetzt kommen die Imps daher, aber ist mir egal. Die haben nur einen Eingang, das ist der hier. Aber wir werden jetzt nicht beim Eingang reingehen, wir gehen jetzt auch auf der Seite hier rein. Ich glaube, das ist viel schlauer. Eigentlich muss ich ja nur ihren Hauptdungeon angreifen, dann habe ich gewonnen. Okay. Der Ritter rennt rum. Oh. So, Ritter, mach du mal das da. Spiel gespeichert. Jetzt werden wir aber schauen, dass wir da reingehen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr gut. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ja, ja, jetzt machen wir mal kurz. Eure Brücke wird angegriffen. So. Eine Blitzfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, jetzt haben wir es aufgemacht. Jetzt holen wir uns alle. Hätte ich vielleicht vorher auf die Hand alle nehmen sollen, weil es so viele sind. Da hinten, weil sonst kann ich keine. Ha, ist mir wurscht. Ich habe jetzt die schon einen Platz eingenommen. Eure Schatzkammer ist zu klein. Geht mal da durch, bitte, alle. Nehmt die Brücke wieder ein. So. Wir haben jetzt auch ein Portal. Die beten hier, aber was betet hier eigentlich? Aha. Okay. Ich heile ein bisschen, bevor ich Lordi hole. Ich könnte auch Lordi herholen. Der ist ja ziemlich stark. Ich habe jetzt alle geheilt. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Euer Portal wird angegriffen. Packt mal hier weg, was. Was macht denn der eigentlich da vorne? Wo rennt denn der rum? Unser Ziel ist es ja, den Keeper zu zerstören hier. Kann ich einen dazu bringen, für mich zu kämpfen? Ja, ich glaube, das funktioniert schon jetzt. Die sind gerade alle dabei, dieses Dungeon-Herz zu zerstören und die anderen können mich nicht aufhalten. Ich habe es gerade einen bekehrt, haben sie es gesehen? Ja, soll er machen. Bin gerade beschäftigt. Und der Horne kommt auch noch. Er will da mitmischen gegen Nemesis.
glaube, das ist schon egal. Und gleich haben wir einen. Tada! Drei Videos. Schaut her, die ganze Familie liegt euch tot zu Füßen. Bisschen böse. Seid stolz, denn die Nachricht über euren Sieg wird sich durch das ganze Land verbreiten. Wir sind sowas von stolz. Wir haben Keeper Nemesis besiegt. Endlich. Man hört da immer das Klappern und seine Hufen und die Ketten. Ich habe in diesem Film Krampus, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der Film war schlechter als der Trailer, aber da gab es das auch. Da kam dieser riesige Krampus mit den Ketten und mit den Hufen immer. So wie jetzt hier. Wunderbar. Mir wird so komisch. Das erste Mal Fee noch im Video. Hat er da Eiterbeulen oder was war denn das? Schließlich muss ich auch Nemesis eurer überwältigenden Macht geschlagen. Naja, die haben wir überrannt hier. Noch das Königshaus selber übrig. Ihr habt euch sehr gut geschlagen, Keeper. Ich habe noch nie einen so guten Taktiker gesehen. Dankeschön, Dankeschön. Die Kiddies würden sagen, jo. Aber wir haben ja keine Kiddies hier. Höchste Punktzahl bisher in dem Spiel erreicht, also was halt so vom Computer vorgegeben war. Eure schwere Mission ist fast erfüllt. Jetzt habe ich noch eins, zwei Level. Ich bin sicher, wenn wir sie fangen oder töten können. Wir gucken mal kurz, was auf uns wartet nächste Runde. Nur wie die Mission heißt. Butterkeks. Reginald hat die drei königlichen Prinzen ausgeschickt, dieses Land zu bewachen und ihn zu warnen. Okay, irgendwas mit rechtzeitig Prinzen zerstören. Aber das schauen wir uns im nächsten Video an. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. So, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe die alle besiegt hier. Das waren die waren drei Keeper. Ich muss sagen, es war relativ einfach. Einfacher als die letzte Mission, also als die vergangene Mission, weil die eigentlich nie angegriffen haben. Ich habe mir relativ viele Kreaturen gebaut, dadurch, dass ich auch welche bekehrt habe von den Weißen, hatte ich dann eigentlich von der Anzahl her mehr, als ich bräuchte, und ich bin einfach in jeden Dungeon einfach nur rein und habe die alle eingenommen, und beim letzten habe ich einfach auch nur alle reingeschickt und auch noch Lordi dazu geschickt, und das, diese Geschichte mit der Fahne, also wenn man diese Kriegsflagge da hisst, das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil dann werden die einfach alle dahin laufen und normalerweise überrennt man die Gegner, die waren jetzt auch nicht wirklich gut aufgestellt. Schlecht sind immer diese engen Gänge, die Zwischenräume, also die, der Durchgang zwischen einem Raum und den anderen. Wenn der eben eng ist, dann gibt es da Stau. Das ist das Einzige, was eigentlich das Problem war in der Mission, sonst ging das relativ gut dahin. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Dungeon Keeper 2. Wir haben noch zwei Missionen, dann haben wir das Spiel geschafft. Ich glaube, ich werde das am Wochenende machen. Dann haben wir die Serie hier durch. Und dann werden wir wahrscheinlich eine neue Sache hier beginnen. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Wingman.